wenn Leute einen Engpass beim Glutathion haben, dann sehen wir auf Zellebene gemessen, dass aus dem Blut vermehrt Kupfer und Zink in die Zelle hineingeschleust wird, um genau diese Aufgabe als Antioxidant, um uns zu schützen gegen die aggressive freie Radikale, um das entgegenzuwirken. Und das sind zum Beispiel auch Möglichkeiten, die uns nur über Spektralfotometrie zur Verfügung stehen. Wir können im Bereich der Hände vier Punkten ausleuchten und das gibt uns dann solche Informationen. Wir sehen einerseits das ganze Spektrum der Nährstoffe, entweder im Mangel oder Überschuss. Wir sehen auch das ganze Spektrum der Schwermetalle und wir sehen zum Beispiel auch den oxidativen Stress, die freien Radikale. Bei den Vitaminen gibt es noch keine Möglichkeit, die exakt zu messen. Nichtsdestotrotz hat die Firma eine Hochrechnung gemacht, wo wir auch einigermaßen einschätzen können, ob allenfalls auch wir im Bereich der Vitamine einen Engpass haben können. Aber es ist natürlich nicht so exakt als bei Einzelatomen wie Mineralien und Spurenelementen. Ist ja gut, wenn man noch irgendwas im Blut messen muss. Genau. Und wie ich dich dazu erzählt hast, dass man denkt, man hätte genug Zink, ist ja schön, und genug Kupfer, ist ja schön, aber es ist vielleicht nur eine Hochregulierung und es fehlt dann woanders im Körper. Das heißt, man braucht einen erfahrenen Therapeuten. Es ist tatsächlich so, dass die Leute, die viel Zink und Kupfer in die Zellen haben, zum Teil auch Zinkmangelsymptome haben. Das heißt, sie können Probleme haben mit Haarausfall beispielsweise. Zink ist eine ganz wichtige Substanz auch für die Produktion der Verdauungsenzyme. Das bedeutet, wenn ein Zinkmangel vorliegt, dann haben die Schwierigkeiten, um ihre Nahrung richtig aufzuspalten. Es kommt zu Gärungsreaktionen, zu Reizdarmgeschichte. Die Gärungsreaktionen können auch Alkohol produzieren und andere Substanzen wie Ammoniak. Und solche giftige Substanzen, die haben dann auch eine Konsequenz auf den Rest des Körpers. Und das hat auch mit Nährstoffmenge zu tun. Hier sehen wir auch, dass die drei Hauptausscheidungsorgane Leber, Darm und Nieren sind. Wenn es aber so ist, dass die Leber nicht gut genug entgiftet, weil die Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen. Wenn die Leber zum Oder Beispiel genetische Defekte, 40% genetische der Defekte, und es Bevölkerung. gibt Entgiftungsenzymchen, die tatsächlich durch eine genetische Modifikation, eine kleine Veränderung, es tatsächlich so ist, dass die Enzyme weniger gut wirken bei solchen Leuten als bei anderen Leuten. Oder wenn die Leber schlecht durchblutet wird durch mechanische Aspekte, wir haben vorher gesehen, Wir sitzen zu Verklebungsreaktionen und so viel. weiter, dann kommt es zu Kompensationsmechanismen und dann sehen wir beispielsweise, dass die Abfallstoffe aus dem Körper raus kanalisiert werden müssen über sogenannte sekundäre Entgiftungsstationen. Das heißt, durch eine Leberbelastung, einen verstopften Darm beispielsweise oder Niere, die suboptimal funktioniert, kann es plötzlich zu Hautreaktionen kommen. Die Leute müssen auch gewisse Toxine abatmen über die Lunge. Das kann Bronchien-Symptome verursachen, Asthma beispielsweise, chronische Nebenhöhlenentzündungen, Mittelohrentzündungen Häufig. oder eben bei Fibromyalgie dann auch Einlagerung von Toxinen in Gelenke, in Bindegewebe, was auch für chronische Entzündlichkeit der Weichteile denn ursächlich sein kann. Man hat auch festgestellt, dass die Schwermetalle vom Immunsystem, das Immunsystem versucht, die Schwermetalle auch aufzuräumen. Und vor allem dann, wenn es solche Einlagerungen gibt von Toxinen, Schwermetalle in Gelenke, Weichteilen und so weiter, sehen wir wiederum einen Immunrespons dort entstehen, was wiederum entsprechend solche chronische Entzündlichkeit verursachen kann. Das heißt, auch hier ist die Botschaft, entgifte den Körper, befreie von so viel als möglich toxische Substanzen. Deshalb haben wir auch manchmal antinukleare Antikörper, ANAs oder einen Rheumafaktor, ohne wirklich Rheuma zu haben, weil man einfach versucht, etwas loszuwerden. Genau, und dann kommen wir zum zweiten Stichwort, was eben auch dort mitspielt, das ist eben die Darmschleimhäute. Normalerweise ist es so, dass unsere Darmzellen schön miteinander verbunden sind mit sogenannten Tight Junctions. Wenn es aber zu chronischen Entzündlichkeiten kommt, des Darmsystems, wenn es ein
ein Ablagerung gibt von sogenannten Biofilmen, wenn wir nachher ein Bild davon sehen, dann kommt es auch zu einer Entzündlichkeit, eine Immunantwort des Darmsystems. Man sieht, dass die immunkompetenten Zellen durch die Darmwände hindurchgehen und die verursachen dann solche Zerstörung von die Verbindungen. Mit anderen Worten, die Darmzellen sind nicht mehr entscheidend für das, was wir aufnehmen aus dem Darminneren, sondern die Poren. Und die Poren führen dann auch dazu, dass plötzlich irgendwelche Substanzen hindurchwandern, die normalerweise nicht durch den Darm gehen könnten. Das ist auch eine wichtige Ursächlichkeit für solche chronischen Entzündungen von Weichteilen. Wenn es beispielsweise so ist, dass unverdaute Eiweißstrukturen, unverdaute Proteine durch die Poren hindurchgehen, kommen die in unsere Zirkulation, das heißt im Kreislauf. Das wird dann irgendwo auch wieder deponiert in Weichteilen, in Gelenken und so weiter. Und dort wird dann auch wieder ein Immunrespons ausgelöst, um genau diese Substanzen zu beseitigen. Führt zu Entzündungsreaktionen, hat aber mit Rheuma nichts zu tun, sondern mit einem undichten Darm. Und das ist dann ein Beispiel eines von solchen Biofilmen. Wir sehen unter Einfluss von mikrobieller Aktivität. Das heißt, wenn da plötzlich Bakterien, die im Darm in einer kleineren Menge vorhanden sein sollten, zu dominant werden, dann gibt es solche Schleimbeschichtungen auf unsere Darmwände. Das ist wie ein geschlossenes System, wo auch Botenstoffe ständig freigesetzt werden. Man spricht auch vom Silent Inflammation, von einer chronischen Entzündlichkeit. Die Botenstoffe, die bleiben nämlich nicht in diesem Biofilm hinein, sondern die zirkulieren auch in unserem Körper, können Entzündungen verursachen. Ammoniak zum Beispiel, was dort gebildet wird, kann Migränes verursachen, Brain Fog, wie man auch sagt, und so weiter und so fort. Das heißt, naturheilpraktisch macht es auch Sinn, um dann Strategien anzuwenden, um solche Darmreinigungen durchzuführen. Und das ist keine Darmreinigung vom Dickdarm, sondern auch eine Reinigung vom Dünndarm. Und das macht man mit Kräutern und dann Hydrocolon-Therapie, oder wie ist dein Tipp? Ja, es gibt mehrere Strategien dazu. Es gibt tatsächlich fermentierte Fasern, die man dort einsetzt, wie Okra beispielsweise. Es gibt auch Anbieter, die das in Shakes dann anbieten. Die Fasern, die dringen in diesen Biofilm hinein, führen dazu, dass sehr viel Wasser angezogen wird. Der Biofilm wird plötzlich sehr schwer und löst sich ab. Das heißt, wenn man das mikroskopisch untersucht, hat man eigentlich zwei Wände des Biofilms und natürlich das, was man sieht, dass das ein bisschen ekelhaft aussieht, das sind natürlich die Fasern, die sich dort quasi hineingelagert haben, rein von der Resorption. Aber entscheidend für uns ist natürlich alles, was da drin ist, von Toxinen, von Bakterien, die für den Darm nicht so toll sind. Kannst schnell weitermachen. Genau. Hier nochmal schematisch ein Bild. Hier haben wir eine schematische Darstellung des Biofilms. Die Phasen, die gehen dort hinein, lassen den Biofilm aufquellen und nachher löst das ab. Das kommt natürlich vom Dünndarm, alles im Dickdarm. Und da macht es dann auch Sinn, um mit einer Darmspülung beispielsweise dann dafür zu sorgen, dass all diese Segmente, diese Schläuche, die wir vorher gesehen haben auch, teilweise kommen die spontan raus und bei manchen Leuten muss man da ein bisschen nachhelfen mit einer Darmspülung.